Was geht ab, Elite? Heute gibt es den ersten Stream des Jahres. Wenn ihr also dieses Video zu Ende geschaut habt, könnt ihr gerne auf Twitch vorbeischauen. Da machen wir uns heute einen gemütlichen Abend mit sehr verrückten Games, aber auch Until Dawn. Das ist ein ziemlich gutes Horror-Game, aber jetzt erstmal viel Spaß mit dem heutigen Video. Let's go! Leute. Na, wie war Silvester? Hattet ihr einen guten Rutsch? Ja, ich hoffe doch. Ihr habt doch sicher nicht zu viel getrunken, eure Hände weggeböllert oder beim Neujahreskuss eine Abfuhr bekommen. Wolki! Falls doch, keine Sorge, das restliche Jahr wird auch nicht besser. Hast du so ein Arschloch? Ist nur Spaß. Leute, Dankeschön. Die letzten Videos im vorherigen Jahr waren ja einmal das Drama hier, ein Video, wo ich so das ganze Jahr Revue passieren lasse und einfach mal über alles spreche. Und ein super langes Jahresbest-of. Und bei beiden Videos habt ihr so super nette Kommentare geschrieben. Also mein Gesicht wurde echt rötlicher als das YouTube-Logo. Zio, dieser Kanal ist einfach unersetzlich. Ja, Dankeschön. Super cooles Video. Ich hoffe, du knackst demnächst die 1000. Hä, was? 1000? Was meinst du? Wenn du mit YouTube aufhörst, zeige ich dich an. Was laberst du? Ich bin so traurig jetzt, Digga. Das Drama hier wurde sogar einen Tag lang in die Trends katapultiert, was mich wirklich sehr gefreut hat, weil es kommt bei meinen Videos echt nicht so oft vor. Und was viele von euch nicht wissen, auf dem Gaming-Kanal kam sogar noch ein Let's Rutsch online. Das ist ein Video, in dem ich 2 Stunden lang über die Welt, das Leben und einfach alles rede, was so in meinem Kopf herumschwirrt. Also ich war als Jugendlicher schon echt teilweise ganz schön überfordert. Also gerade dann, als es losging, dass so meine Klassenkameraden irgendwie, ja, cool sein wollten und irgendwie, ich weiß nicht, halt dieser Beliebtheitswettbewerb immer in der Schule, so wer ist der Klassencoolste und, vor allem dann, wenn es losgeht, dass so diejenigen, die nicht cool sind, dass die dann gemobbt werden oder auf die losgegangen wird oder sich über die lustig gemacht wird. Da war ich dann irgendwie an so einem, ich weiß nicht, für mich war es damals normal, ich kann es halt nicht anders, aber eigentlich war das grundlegend von so vielen Seiten so falsch. Solltest du es auch mal Langeweile haben, ich habe es mal hier oben verlinkt, aber am besten räumst du währenddessen irgendwie dein Zimmer auf oder sowas, weil das Video, ja, 2 Stunden ist schon sehr lange. Okidoki. Gerade zur Weihnachtszeit dann nochmal, als ich dann so auf Instagram war und die ganzen Bilder gesehen habe, auf die ich markiert worden bin und dann da sowas zu sehen war, da dachte ich mir dann auch so, alter krass, passiert das wirklich eigentlich alles? Aber wenn man mal in Ruhe drüber nachdenkt, ist es halt so, dass ich halt eine Handvoll Stunden investiere, um so ein Video zu machen und das dann eben hochlade. Und wenn es dann hochgeladen ist, seid ihr dann da und guckt das Ganze, obwohl es ja auch locker 1 Million andere Videos gibt, die auch super interessant sind. Klar, man verdient mit YouTube Geld durch die Werbung und manchmal sogar in meinem Fall bis zu 1000 Euro im Monat. Also nicht mal wenig, da kommt schon irgendwie was zusammen. Aber zum anderen ist es einfach ein Ventil, um seine Meinung zu sagen oder seine Kreativität mal ordentlich rauszulassen. Okay. Wie wär's? Schreib mir doch einfach mal, wer du so bist. Also wie alt du bist, männlich, weiblich, warum du hier bist, was du so machst, was du gerne auf diesem Kanal schaust und was du gerne noch sehen würdest. Okay. Ich habe mal in die Analytics geschaut und gesehen, dass ihr letztes Jahr über 22 Millionen Mal auf ein Video von mir geklickt habt. Angeblich sind die meisten von euch zwischen 18 und 24 Jahre alt und ganz klar aus Deutschland, dann Österreich und Schweiz. Aber es gibt eigentlich kaum ein Land, wo irgendwie nichts herkam oder so. Ihr habt über 200.000 Kommentare geschrieben und 2 Millionen Mal den Like-Button gedrückt. Boy. Und dagegen 15.000 Mal den Dislike-Button. Also ich finde, das ist echt eine super geile Quote, oder? Aber ja, es sind nur irgendwelche Zahlen, aber ich denke, ein paar von euch finden sowas schon sehr interessant. Das Ding ist, jeder kann ja auf YouTube ja hochladen, was er möchte. Und gerade wenn man von Aufrufen oder so abhängig ist, wenn man zum Beispiel davon leben würde oder so, dann ist man eher geneigt, jeden Hype mitzumachen. Weil zum Beispiel macht ja auch jeder Minecraft-YouTuber mittlerweile Fortnite, weil es gucken halt einfach mehr. Und klar, ich mache ja auch mal einen Hype mit oder so, dennoch versuche ich halt irgendwie so ein bisschen Abwechslung zu bringen auf dem Kanal. Einmal will ich stumpfe Comedy machen, dann will ich mal was Sentimentales raushauen, dann mal Werte vermitteln und einfach mal zum Nachdenken anregen. Ich meine, ich bin jetzt nicht Jesus oder so, aber trotzdem, wenn schon Leute da sind, die mir zuhören, dann kann ich ja mal sowas sagen wie: Seid freundlich zueinander, beleidigt nicht, nehmt euch selbst oder das Leben nicht zu ernst. Dennoch bin ich nach wie vor nicht wirklich zufrieden mit meinen Videos. Ich würde so gerne einfach mal so ein Video raushauen, was einfach so richtig perfekt ist. Also entweder so extrem hoch produziert oder so lustig, dass wirklich jeder lachen muss. Ein Video, in dem niemand meine Worte falsch versteht oder in dem ich mal wirklich was bewege. Aber das ist halt eben alles super schwer, sowas hinzubekommen. Und ich glaube, jetzt kann man gut verstehen, warum solche Kommentare mir so eine Freude bereiten. Weil wenn dann ein paar von euch sagen sowas wie: Was du da machst, ist super cool. Oder eben sogar sowas wie: YouTube braucht dich und so weiter. Ich denke nicht, dass YouTube mich braucht, aber es reicht ja vollkommen, wenn ihr Spaß dran habt. Ich habe das auf alle Fälle, das könnt ihr mir glauben. In der Tat. Also, legen wir los. 2019 wird gerockt. Denn es werden mehr Videos mit Yoshi kommen. Wir planen sogar wieder einen kleinen Kurzfilm zusammen. Streams, Let's Plays, alles Mögliche. Und wenn du Teil davon sein willst, dann lass jetzt ein Abo da. Ach ja, wie anfangs erwähnt, ich stream gerade, also gleich mal vorbeischauen. Link ist in den Kommentaren angepinnt. Und sorry, dass das Video so ein bisschen einfaches Real Talk Video war, weil vorgestern war ja noch Silvester, ich konnte jetzt nicht so viel vorbereiten. Ich habe jetzt hier mal alle Videos verlinkt, über die ich gerade geredet habe, und dann würde ich sagen, sieht man sich dann bald wieder, ne? Bis dann! Juhu! Ciao, ciao, Leute! Alter, spielt das letzte Jahr vor 2020. Klingt echt krass, dann sind wir schon in den 20er Jahren wieder. So übel, oder? Na gut. Bis dann! Juhu! Na gut. Ich gehe jetzt.